3 Beispiele, wie ihr euren Kubi am besten pflanzen könnt, welche Topfgrößen funktionieren und allgemeine Pflanztipps. Hier habe ich verschiedene Jungpflanzengrößen, die ich dann gleich in die Seiten einpflanzen werde. Was zum Bepflanzen sehr praktisch ist, ist hier so eine Anzuchtschale, die könnt ihr mit Wasser füllen. Dann können sich die Jungpflanzen nochmal vollsaugen. Diese sind nämlich meistens im Torfballen und wenn der einmal austrocknet, dann saugt er sich nur noch ganz schwer voll und das wäre dann später beim Gießen ein Problem. Deswegen nicht vergessen, vorher gut wässern. Ich gieße die Pflänzchen also gut an und lasse ihnen Zeit, sich voll zu saugen. Was ihr aber auch machen könnt, wenn ihr keine solche Pflanzschale habt. Ihr könnt die Jungpflanzen auch ganz einfach in die Kubiwanne mit reinstellen und sich dort vollsaugen lassen. Zur Qualität der Pflänzchen. So sollten sie eigentlich nicht aussehen. Sie lassen sich hängen und wie ihr sehen könnt, sind hier auch welke Blätter. Achtet da beim Kauf drauf. Eine Viertelstunde später haben sich meine Pflanzen schön vollsaugen können. Und was ich jetzt zuerst pflanzen möchte, ist diese hübsche hier. Und jetzt werden sich sicherlich viele fragen, wie bekommt man so einen großen Wurzelballen in so ein Pflanzloch? Als erstes müssen wir den Wurzelballen verkleinern. Das heißt, unser Blick richtet sich zuerst auf die Unterseite des Topfes. Warum? Weil hier gerne im Kreiswuchs Wurzeln wachsen. Die entfernt man vorher, bevor man die Pflanze aus dem Topf herauszieht, weil es kann einem schnell mal passieren, dass man dabei die Pflanze verletzt. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Das heißt, ich kontrolliere erstmal, dass er auch gut rausrutschen kann. Ich schaue hier an den Seiten, wie locker das Ganze sitzt. Dann nehme ich die Pflanze vorsichtig hier vorne und ziehe sie raus. Ich kann hier von diesem Ballen gut ein Drittel entfernen. Da dürft ihr euch wirklich trauen zuzugreifen. Das ist eine gesunde Pflanze, die schafft das. Ich fange jetzt hier einfach mal an. Und ihr seht, bei der geht es jetzt relativ gut runter. Es gibt manche, wo das richtig zäh geht. Da müsst ihr dann richtig rupfen. Aber bei der geht es jetzt sogar recht locker. Ich gehe einmal rundum. Und vergesst nicht zu gucken, ob das jetzt inzwischen klein genug ist, dass es reinpasst. Weil wenn ihr es zu klein macht, dann kann es euch passieren, dass euch die Pflanze in der Vertikale kippt. Und das wollen wir ja nicht. So, ich habe jetzt das Gefühl, das ist klein genug. Und werde das jetzt gleich testen. Hier würde ich jetzt die Blume gerne einpflanzen. Bitte vergesst nicht, eure Handschuhe zu tragen. Ich schaue jetzt, ob die Größe passt. Ich habe das Gefühl, das könnte ganz gut gehen. Zuerst muss ich jetzt die Erde, die hier bereits drin im Kubi ist, auf die Seite drücken. Da die jetzt gerade aktuell leicht feucht ist, weil es gestern gewittert hat, geht es auch ganz gut. Ich mache das Loch nicht zu groß und zu tief. Und teste jetzt erstmal an. Und stelle fest, da muss noch mal ein bisschen was runter. Ihr seht, ich habe schon gut was weggenommen. Hier. Jetzt probiere ich es noch mal.
Und es geht schon deutlich leichter. So, und jetzt drücke ich sie wirklich fest an. Die Erde fällt währenddessen in meine Wasservorratswanne, die auch gleichzeitig dazu da ist, Erde aufzufangen. Das heißt, mein schöner Terrassenboden bleibt jetzt gerade sauber. So. Und das war's auch schon. Wie ihr sehen könnt, habe ich einiges von dem Wurzelwerk der Pflanze entfernt. Das sollte die normalerweise schaffen. Dafür entwickelt man relativ schnell ein Gespür. Und diese Reste hier, die behalte ich erstmal. Falls ich bei einer Pflanze zu viel Wurzelwerk weggenommen habe, kann ich das zum Auffüllen der Löcher verwenden, wenn sie zu locker runterhängt. Und schon ist das erste Pflänzchen gesetzt. Dieses werde ich jetzt noch 2 Wochen beobachten. So lange brauchen die Pflanzen in etwa, bis sie eingewurzelt sind. Ich werde den Kubi natürlich noch angießen. Das mache ich hier oben in der Mitte. Bei Salatpflänzchen zum Beispiel, die hier in dieser Würfelform angeboten werden, das ist ganz einfach. Ich teile hier auf und kann sie direkt, wie sie sind, in den Kubi stecken. So, dieses Blümchen hier ist verblüht, sieht nicht mehr schön aus, deswegen hole ich sie jetzt raus. Jetzt ist hier direkt Platz für eines meiner neuen Salatpflänzchen. Ich drücke wieder etwas Erde rein. Und setze das Pflänzchen drauf. Das Wurzelwerk der Blume wird innen drin vergehen. Dadurch, dass im Kubi Kompostwürmer mit dabei sind, die das verwerten. Dieser Schnittlauch ist ein herrliches Beispiel für ein unheimlich dichtes Wurzelwerk. Den habe ich extra mitgebracht. Hier wird es sehr schwer, ihn ins Loch zu kriegen. Besser gesagt, wir kriegen ihn so in dieser Form gar nicht ins Loch. Der muss geteilt werden. Wie ihr sowas vorher bemerken könnt, schon beim Kauf, dreht den Topf um. Umso mehr Wurzeln hier oben sind, umso schlimmer ist es. Schnittlauch habe ich jetzt einfach mit einem Messer geteilt in 2 Hälften. Das kann euch passieren, dass ihr den Schnittlauch auch vierteln müsst. Ich glaube, ich bekomme den so jetzt auch schon rein. Den Schnittlauch, den hätte ich jetzt gerne hier unten, denn der mag es gerne feucht. Übrigens könnt ihr auf www.marktdesign.de euch Pflanztipps holen, wo auf welcher Höhe die Pflanzen am besten gedeihen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn was ist, meldet euch. Das Support-Team ist immer für euch da. Macht's gut!